müssen unserer Mannschaft heute ein großes Kompliment machen, weil die Situation alles andere natürlich als einfach war. Dann machen wir es kurz vor Schluss. Toller Moment für uns, der klar war, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir da noch was holen, dass wir dann unser großes Ziel, den Klassenerhalt, den direkten Klassenerhalt im nächsten Heimspiel selber in der Hand haben und perfekt machen können. Heute war es ein sehr emotionales Spiel, emotionale Momente, die vergisst man nicht so schnell. Deswegen schnaufen wir jetzt erstmal durch, wissen aber auch, dass das nur der erste Schritt war oder der Schritt, der vorausgehen musste, um am nächsten Samstag hier den Sack zuzumachen. Ich finde, dass wir bessere erste Halbzeit gespielt haben wie die zweite Hälfte. Ich finde, dass wir ein schönes Tor erzielt haben vom Burgstaller, schön vorbereitet zum 1:0. Die zweite Hälfte war es so, dass der HSV daran geglaubt hat, wir zu wenig investiert haben bzw. zu wenig Entlastung hergebracht haben.